Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever USA. Heute würde ich ganz gerne die Treibstofflinie hier ausbauen, sprich die Gleise nicht hier wie in Schlangenlinien hier runterlaufen lassen, sondern einmal über eine gerade Strecke, die dann hier wiederum sich mit der alten verbindet und dann hier drauf läuft. Offline habe ich ein wenig was verändert, und zwar habe ich hier diese Lebensmittel-LKWs abgedatet. Die haben jetzt deutlich höhere Auslastung, also sie können deutlich mehr mitnehmen. Und zwar hatten die vorher diese alten Wagen, wo sind die denn im Moment? Nicht die, sondern diese hier waren das, glaube ich. 8 Einheiten, und die neuen können 19 Einheiten mitnehmen. Das ist schon erheblich. Das hat sich natürlich auch hier wieder gespiegelt. 1,5 Millionen ist schon eine Ansage jetzt. Dadurch ist jetzt auch dieser Zulieferer aus dem Ort Böse, macht endlich mal Gewinn. Der war ganze Zeit im Minus gewesen. Dafür war dieser hier im Plus. Jetzt ist es offenbar genau umgekehrt. Aber gut, ich meine, jetzt wird endlich hier anständig Lebensmittel angeliefert, auch für diesen Bereich. Und auch mehr Baumaterial. Denn ich musste den Zug, der von New Haven auskommt, noch einmal ins Depot schicken. Er hat von mir mehr Waggons für die Steine bekommen. Ich glaube, ich habe 3 neue gekauft, und zusätzlich habe ich hier von diesen auch noch 2 neue gekauft, oder 3 neue, keine Ahnung. Und zwar gibt es, jetzt sieht man das, gibt es jetzt auch die Waggons vom Porsche Modell, unter anderem auch von Continental drauf, und diese 3 hier sind noch neu dazugekommen. Dafür ist ein anderer Waggon, den ich mit dran habe, den habe ich dann wieder verkauft. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Und ja, da vorne. Also das hier muss alles weg. Okay. Die Züge sind im Moment sowieso schon zu alt geworden. Hier sieht man das mal da. 35 Jahre haben sie erreicht und sollten ausgetauscht werden. Okay, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit Hochgeschwindigkeitsgleise an. Da die Strecke ja doch recht lang ist, könnten wir durchaus einen schnelleren Zug hier einsetzen. Okay. Im Moment ist gerade etwas Geld da. Gerade weil ich die LKWs ausgetauscht habe. Ein bisschen schräg hier. So. Da hinten muss ich hin. Ich glaube, ein bisschen mit dem Bogen werde ich wohl arbeiten müssen. Aber ich gehe hier runter. Das ist eigentlich hier egal, wo ich runtergehe. Ich gehe mal ein bisschen im Bogen. Gucken, wie das funktioniert. So, und dann machen wir das mal hier lang. Also einen kleinen Bogen mache ich, weil die Steigung ansonsten viel zu groß wäre. Ich hoffe, dass es so sich, oh, sich hier in Grenzen hält. Oh Mann, das ist aber teuer. Puh, also hier sieht man das schon, das ist elendig hoch. Der blanke Wahnsinn. Die Frage ist, ob ich den überhaupt bis da ihn erreichen könnte. Das wenn würde so gar nicht gehen, oder? Hier, ich komme überhaupt nicht da runter. Mist. Das ist aber doof. Okay, dann machen wir das nochmal weg hier. Wollen wir etwas anders machen. Damit noch, da ist auch noch was. So. Okay. Also, dann machen wir doch etwas anders. Wir werden uns einen kleinen Bogen nach da behalten. Okay. Um später dann nach rechts zu gehen. Ich hoffe, dass das besser funktioniert. Moment, das wollte ich nicht. Mach mal dahin. Komme ich da jetzt noch durch? Ja, das geht. Okay. Und jetzt geht das vermutlich besser. Gucken, komme ich da jetzt ran? Ja, das sieht schon deutlich angenehmer aus. Da bin ich zumindest schon mal fast auf der richtigen Höhe. Und das scheint auch erheblich günstiger zu sein.
tiefer kann ich wohl dich nicht, nee. Das geht leider nicht. Ja, okay. Dann lassen wir das mal so. Hol ich mir gleich mal das zweite Gleis. Okay. Und nun müsste ich einmal hier am besten über die Brücke rüber. Und dann... Moment, wie mache ich das? Hier kann ich immer noch nicht tiefer. Hm, vielleicht ein kleines Stück noch zurück. Hallo? So. Dann lass mal so. Okay. Und komm ich hier runter? So nicht. Das ist das falsche Gleis, würde ich sagen. Okay. Grüß dich. Jawohl. Da sind wir noch oben drüber. Okay. So, dann müsste ich irgendwie... vielleicht schlecht greifen. So, muss mal so. Ja, ich mach das mal hier hin. Okay, das zweite Gleis dazu wieder. Und nun müssen wir irgendwie die Kurve hinkriegen. Dann möchte ich ganz gerne damit rauf. Hm. Okay, ich werde das mal hier abbrechen kurz. Kommt da gleich wieder Geld dran oder was? Die fahren alle gerade weg. Moment, ich mache wieder ein bisschen noch schnell. Sonst kommt hier niemals Geld. Im Moment ist es halt noch sehr knapp mit dem Geld. Ich werde hier vermutlich die Gleise wegreißen. Und gleich hier geht das ja direkt in der Brücke über und dort gehen wir mit drauf. Dann ist das zwar eine verdammt lange Brücke, aber das ist dann halt so. Oh, cool, die Doppelstockwagen gibt es. Sehr schön. Die finde ich ja mega cool. Super Sache. So, machen wir erstmal weg. Okay, da haben wir wieder Geld. Der Zug, ja, da muss ich erstmal warten, bis er hier ist. Und dann werde ich einmal den Kram stoppen, sodass es dann keine Ausfälle gibt. Oh, das Geld ist auch gerade wieder mega knapp. Mist. Kann ich im Moment gar nicht stoppen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja klar, Minus, genau. Toll. Na komm. Gib mir wieder Geld. 2 Millionen brauche ich mindestens. Na, wieder alles weg. Jetzt speichert er auch noch einmal. Vielleicht kommt der Zug wieder zurück. Ja, das habe ich gesagt. Da ist er schon wieder. Und steht wieder im Weg. Dass in dem Moment, in dem wieder Geld da ist, klar. Gut, ich würde sagen, wir werden mal kurz hier stoppen. So, stopp einmal. Und dann reiße ich den ganzen Kram mal hier ab. Das kommt auch weg und die Teile hier auch. Okay. So, und jetzt müsste ich damit ran. Oh, es geht sogar. Sehr schön. Das fand ich so schnell. 100 km/h gerade mal. Na gut. Auf jeden Fall kommen wir damit durch. Okay, da sind wir auch dran. Läuft die Linie wieder? Jawohl. Dann lassen wir auch die Zeit weiterlaufen. Okay, und ich kann die Signale hier setzen. Also, wo haben wir denn hier ein paar Signale? Da hatten wir das Gegensignal. Dann könnte ich das erste Blocksignal mal hier hinsetzen. Ah, ich habe kein Geld mehr. Toll. Das muss ich jetzt mal wieder ein bisschen abwarten. Da. Und das zweite werden wir mal hier hinsetzen.
So, die kommen wir alle weg. Und dann könnten wir eigentlich noch hier einzeln sitzen. Okay. So, nun einmal die Gleise etwas updaten. Oberleitung ja. Zoom mal ein bisschen ran. Ich möchte keine anderen Gleise erwischen gerade. Okay. Da. So. Okay. Und nun den Bahnhof. Den werden wir auch nochmal ausstatten mit Oberleitung. Okay. Und den anderen Bahnhof. Den werde ich vermutlich auch ändern müssen. Zumindest wenn ich hier mit Oberleitung arbeiten möchte. Jawohl. Moment. Natürlich auch das Depot. Quatsch. Hier nicht. Da wird es gemacht. Oberleitung, jawohl. Okay. Und hier sind auch noch alte Gleise dabei. Das werden wir auch mal eben ändern. Moment, kleine Stelle hier. Kann ich hier nicht? So. Gut, den Kram machen wir jetzt weg. Gut. Dann machen wir auch alles weg. Schon mal ein wichtiger Schritt hier, dass das deutlich schneller läuft. Denn ich würde natürlich auch ganz gerne, oder ich habe auch schon die LKWs geändert, aber die können gar nicht so viel nachliefern am Treibstoff, beziehungsweise an verarbeiteten Öl, wie gebracht wird. Also insofern ist es unheimlich wichtig, dass der Zug hier ein bisschen kaputt kommt. Natürlich braucht man dann auch eine andere Lok, denn so geht das sicherlich auch nicht. Der Zug kann, glaube ich, nur 80 fahren. Wenn er es überhaupt macht. Ich meine, hier ist noch eine Steigung und bei, keine Ahnung, ob er das überhaupt schafft. Und, oh, Moment. Hätte ich ja fast was falsch gemacht, das Leben. So. Alles weg. Und, so ein kleines Stück. Was? Nicht möglich? Crazy. Geht nicht. Na gut, dann lassen wir die erstmal. Okay, hier an dieser Stelle würde ich jetzt die Gleise auch einmal verändern. Einmal auf Pause. Dann werden wir das hier mal mit abreißen. Okay, da läuft es wieder gerade, in Ordnung. Hier kommt noch keine Oberleitung drauf. Okay, das kann weiterlaufen. Moment, ich will den Zug einmal greifen. Naja, 80 schafft er zumindest bergab. Was kommt hier Neues? Okay. So. Und jetzt könnte es ganz wichtig sein, das hier mal zu tauschen. Aber ich fürchte, ich habe nicht genug Geld. Hm, 34 Millionen, ich kann hier keine Kredite mehr aufnehmen. Okay, wir schauen uns das mal kurz an. Ich fürchte, das mit dem müssen wir das nächste Mal machen. Was wir aber noch machen könnten, ist hier diese Straße ein wenig verändern. Ich würde hier ganz gerne eine Autobahn bauen, zusammen mit dem Autobahnkreuz, so wie es sich gehört. Und zukünftig sollten dann hier später auch andere LKWs eingesetzt werden, die dann 100 km/h fahren können. Die werden sicherlich bald kommen. Ja, das können wir nicht mal machen. Dazu müsste ich hier allerdings einmal alles anhalten. So, und nun großflächig den ganzen Kram wegreißen. Okay, das kann ich auch alles wegreißen. Und bloß keine LKW auf der Strecke lassen. Wenn ich jetzt hier was decke mache, dann kriege ich diese Straße nicht mehr weg, wann ein LKW draufsteht. Deswegen hier vorne antippen. So kriege ich den garantiert mit weg. Okay, die Straße ist vermutlich eine Hauptstrecke. Machen wir trotzdem weg.
dann haben wir hier noch eine. Ja, hier an der Kante. Gehen die LKWs schön mit weg. So, das muss bleiben. Das kommt dahin. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Und ja, eigentlich müsste das hier auch alles weg. So. Weg damit. Und weg damit. Gleiches mit dieser Strecke. Tummeln sich da die LKWs und ich würde hier jetzt einfach mal... Nein, Moment, wo war denn das hier? War das hier irgendwo? Ja. Da haben wir das Autobahnkreuz, Land und ein Kreuz. Ja, das war recht schön. Okay, jetzt ist die Frage, wie ich das ein bisschen drehe. Von da oben kommt was. Da geht einmal rüber. Moment. Drehen das mal ein bisschen. Oh, da habe ich nicht alles erreicht. Erwischt. Moment. Da von der Straße. Hier auch nochmal? Nö. Hier nicht mehr. Okay, dann normal. Terrain-Gleichung nicht möglich. Wieso das denn? Gibt es hier Probleme? Na? Warum sollte es hier Probleme geben? Kollision? Was kollidiert denn hier? Kann nicht so richtig erkennen, wo die Kollision liegt. Moment, machen wir das mal kurz so. Da habe ich eine Terrain-Gleichung. Da habe ich überall keine Kollision. Moment. Okay, da habe ich keine Kollision. Es gibt irgendwie... Nö. Terrain-Gleichung. Okay, ich könnte es auch so machen. Mal sehen, wenn ich das ein bisschen drehe. Wie weit kann ich denn noch? So vielleicht? Nee, geht auch nicht. So ist die einzige Chance, glaube ich. Wir bauen das mal so hin. Da vorne müsste ich dann so rüber und ja, hier brauche ich auch noch was. Ich muss doch wieder hier rauf. Okay, Moment, da brauche ich aber kein Kreuz, da wird mir ein Dreieck. Ja, ein Dreieck wird mir eigentlich reichen. So, das dürfte dann so sein. Okay, setzen wir es mal hier hin. Und dann brauche ich die Autobahn. Eine Busspur brauche ich nicht. Ein Tramgleis brauche ich da auch nicht. Okay, dann wollen wir das mal verbinden. Was? Kollision? Was kollidiert denn hier? Verdammt. Okay, abbrechen. Moment, machen wir das mal so. Und dann nach da. Das geht. Okay. So, dann habe ich hier auf dieser Seite einmal eine Autobahn. Und die wollen wir auch gleich wieder mit verbinden. Da habe ich eine Kollision, klar, sieht man schon. Allerdings kann ich die ausgleichen. So. Okay, das geht. Dann müssten wir hier hinten, ne, hier vorne ran. Okay, dann mache ich die alte Straße dann doch nochmal weg wieder. Okay. Ne, das wollte ich haben. Und... einmal noch da. So, jetzt ist die Frage, wie erreiche ich das? Ach Gott. Das sieht ja furchtbar aus. Okay, ich würde sagen, das machen wir hier nochmal weg. Und dann gehe ich mit einer kleineren Straße da erstmal ran. So, schaffe ich das mit der? Damit geht's nicht. Damit geht's auch nicht. Okay, das würde gehen. Mit der breiteren geht's, mit der geht's nicht mehr. Okay. Dann machen wir das so. Und dann gehe ich auf diese über. Und jetzt kann ich mit der Autobahn weiterführen. Sieht nicht ganz so krass aus. Und ja, klar.
Okay. So, gleich machen wir mal hier. Da werde ich vermutlich richtig Probleme kriegen gleich. Moment, einmal den Kram wieder weg. Ups. So. Moment, kriege ich da noch eine größere hin? Jawohl. Sehr schön. Dann noch eine größer. Okay. Und die Autobahn finden wir damit. Perfekt. Okay, das hätten wir dann schon mal. Und jetzt muss ich noch damit hin. Komme ich da durch? Schauen, ob ich da durchkomme. Jawohl, sehr schön. Hä, wieso ist ich da so verbunden? Nö, war da nicht. Was habe ich denn hier noch für Brücken? Was ist das? Ah, cool. Was haben wir hier? Ach, nehmen wir mal diese hier. Okay, die können wir nehmen. So, dann noch einmal hier auf dieser Seite. Gleiches Schema, würde ich sagen. Da geht's nicht. Da kann ich das durchaus machen. Oh, jetzt berühre sie gleich. Okay. So. Welchen Bogen muss ich da nehmen? Da muss ich hin. Ja, das könnte schon passen. Okay. Aber etwas. Oh, das geht noch nicht. Oh, das geht noch nicht. Krass. Dann machen wir das hier. Und gehen jetzt in die größere. So. Zum Schluss die Autobahn wieder ranholen. Und das war's. Achso, hier noch nicht. Da muss ich natürlich auch ran. Also. Einmal dahin. Wieder die. Ja. Hä? Habe ich die falsche genommen? Ne, habe ich die richtige genommen. Okay. Und hier haben wir die Autobahn. Hä? Moment. Könnte das Probleme geben? Oh. Ich bin zu hoch. Verdammte Scheiße. Das ist jetzt mal ein bisschen ärgerlich. Hier geht's. Na, dann machen wir es so. Okay. Ich würde sagen, das läuft wieder. Schaue ich mal kurz alles an. Also, die fahren hier runter. Das hier interessiert mich ja eigentlich nicht, was da abgeht. So, da fährt der hin. Hef kommt von da. Und alle fahren sie hier hin. Okay, ich würde sagen, damit können wir das erstmal wieder laufen lassen. Na, geht das mal weg. So, jetzt geht's weg. Wollen wir mal kurz schauen, ob sie dann auch schneller fahren. Das ist eh noch ein Alter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe hier nur ein paar ausgetauscht. Da sieht man das mal. So. Gehen wir mal dahin. Der sollte zumindest 80 fahren. Coole Sache mit diesem Autobahnkreuz. Na, ah, alle werden von dem aufgehalten. Na toll. Okay, die müssen dringend ausgetauscht werden. Na gut. Okay, ich würde sagen, das war's. Beim nächsten Mal kaufen wir dann die neue Bahn, also für den Treibstoff. Und fahren dann natürlich auch mit. Also, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.